So, Trainingslauf. Heute ist Dienstag nach Pfingsten. Bin gerade von der Arbeit gekommen und es geht schon wieder los. 11 Kilometer heute. Muss mich ein bisschen beeilen. Meine Frau will auch noch walken gehen. Also von daher muss das heute ein bisschen schneller gehen. Heute laufe ich in Richtung Erkste. Auch wieder steil bis hoch. In Richtung Sauerland. Die Leute hier wohne ich. Direkt an der Ruhr. Temperaturen bestimmt 25 Grad, nicht unbedingt die beste Lauftemperatur, aber ich denke mir einfach, wenn man bei etwas härteren Bedingungen trainiert, wird einem das vielleicht auch mal zugute kommen. Von daher mache ich mir nicht unbedingt den Kopf drüber. In der Regel versuche ich schon morgens oder abends zu laufen, aber wer Familie hat, muss sich die Zeit klauen. Das mache ich gerade in diesem Fall. So. Steiler Berg Richtung Erkste. Länge circa 1 Kilometer. Steigung, ich schätze mal so 6-7%. Bei den Temperaturen schon ordentlich. Aber gleich geht's in den kühlen Wald. Laufen und Gehen im rhythmischen Wechsel. Beim Gehen kann der Körper sich kurzzeitig erholen, Kraft für eine kurze Laufeinheit, wieder ins Gehen und das in einer Endlosspirale lässt einen dann auch teilweise über 5-6 Stunden laufen und ja, es ist eigentlich egal, wann ich ankomme, zu welcher Disziplin. Für mich ist es wichtig, dabei zu sein. Und ich denke mal, wer stetig dabei ist, der hat mehr davon, wie einfach nur stupide schnell ins Ziel. Das wäre für mich persönlich körperlich überhaupt nicht machbar. Von daher ist das mein Ding.
Man kann es ja nicht unbedingt erkennen, aber es geht hier mächtig bergauf. Wunderschön hier im Wald. Ich glaube, ich entwickle mich doch zum Waldläufer. Wahnsinn, ne? Und los geht's wieder. So, bin in den Wald wieder. Jetzt geht's schon wieder heimwärts. Ich schätze mal 5,5 Kilometer bin ich schon unterwegs. Erstmal ein bisschen gerade Strecke, ab und zu bergauf, aber schon okay. Kleine Verschnaufpause. Eine Minute gehen wieder. Ja, ganz schön anstrengend, aber Sonne ist Gott sei Dank weg. Und jetzt bin ich hier im düsteren Wald. Wenn ich mich nicht mehr melden sollte die Tage, dann sucht mich bitte hier. Ich merke schon gerade, das ist eigentlich nicht die Strecke, die ich laufen wollte, aber egal. Wird umso interessanter. Ich merke gerade den Weg, den kenne ich hier noch gar nicht. Wunderbar. Jetzt geht's richtig querfeldein. So lieben wir das. Ich denke, das wird eher ein Reiterweg sein. Das mal was Neues. So, was ihr hier seht, das ist die JVA in Erkste. Hier sitzen die ganz schweren Jungs. Ich war artig, ich darf gleich dran vorbeilaufen. Hier rechts, da geht's in Richtung Sauerland. Da soll mal einer sagen, wir haben keine Natur in Westfalen. Gleich sehen wir auch noch auf der linken Seite, nehmen wir die Hohen Sieburg, da war ich vor 2 Tagen, ja wunderschön. So, wieder zurück in Erkste, ungefähr noch 15 Minuten, dann bin ich schon wieder zu Hause. Tagesprogramm erfüllt sozusagen. Noch ein bisschen ganz ruhig laufen, das ist jetzt okay. So, noch 300 Meter, dann bin ich zu Hause. Training geschafft. Für mich zwar ganz schön kaputt, aber mir geht's gut. Ja, bis zum nächsten Mal.